So, das ist eine schöne Aufgabe, die halt was mit, so wie hier steht, Mittelwert und Effektivwert zu tun hat. Ja, so, also wir gucken mal, eine Glühlampe ist halt eine ohmsche Last, ein ohmscher Widerstand mit 25 Ohm und die soll halt an einer sinusförmigen Wechselspannung 100 Volt Amplitude, ja, oder 100 Volt Spitzenwert, Scheitelwert, Maximalwert, das wäre das halt, nochmal Sinus Omega T betrieben werden. Bei Netzfrequenz. Netzfrequenz wären F gleich 50 Hertz. So. Welcher Strom fließt durch die Glühlampe? Nehmen wir das Ohmsche Gesetz. Spannung durch Widerstand. Setzen das ein. Setzen das. Das funktioniert hier nicht. Also, hier ist alles gut. Ja. Ab hier wird es komisch. So. Ja, weil das hier, also schöner Standardfehler. Vielen Dank dafür. Also, wie nenne ich das jetzt mal einfach? I-Sinus. Ja, weiß nicht, ist halt eigentlich klar, dass es sich um Sinus handelt. Also, das hier drüben ist eine Zeitfunktion. Ja. Ja. Die hängt wirklich von der Zeit ab. Da kann ich verschiedene Zeiten einsetzen und für Zeitpunkt 0, für Zeitpunkt, was ich, 10 Millisekunden, 20 Millisekunden, was auch immer, kann ich beliebige Zeiten einsetzen, kriege ich irgendwie einen Wert raus für die Zeit. Und also das heißt, das, was hier steht, ist eine Funktion der Zeit. Kann ich Zeiten einsetzen, kriege ich für jede Zeit einen Wert raus. So, und das, was hier drüben steht, hängt ja gar nicht mehr von der Zeit ab. Hier ist gar keine Zeit mehr drin. Aber potenziell ist das hier drüben komplex, ist das halt ein komplexer Zeiger. Also das hier ist eine Zeitfunktion. Welche Farbe sieht man vielleicht auf Schwarz auch ganz gut? Also das hier ist eine Zeitfunktion. Zeit, kann ich mal schreiben. Zeitfunktion. Und das hier drüben ist ein komplexer Zeiger. Ja, und ein komplexer Zeiger, der hängt eben nicht mehr von der Zeit ab. Also es sei denn, wir haben einen rotierenden Zeiger. Ja, und der komplexe Zeiger ist halt komplexwertig. Und also die drücken natürlich beide was Ähnliches aus, nämlich eine harmonische Zeitfunktion, aber die sind halt mathematisch gesehen nicht das Gleiche. Ne? Also da kann ich kein ist gleich dazwischen schreiben. So, also das hier ist auch wieder, das ist sozusagen hier falsch. Ja? Also die Zeitfunktion ist das. Und wenn ich halt sagen würde, ich schreibe das als einen komplexen Zeiger, dann wäre der komplexe Zeiger, der wäre halt 4 Ampere mal E hoch J 0. Aber nicht die Zeitfunktion. Ja. Ja? So, aber ansonsten prinzipiell richtig. Kommt irgendwie 4 Ampere raus, natürlich mal diese Sinusfunktion. So. Okay, können wir hier ein Häkchen hintermachen? Welche Effektivwerte haben die sinusförmige Wechselspannung und der Wechselstrom? Wenn wir einfach durch Wir teilen Wurzel einfach durch zwei. Wurzel 2. So, und dann ist, ja, denn ist das hier vorne ist richtig, das hier hinten ist im Prinzip Quatsch. Weil der Effektivwert ist halt einfach der Effektivwert, das ist halt einfach eine Zahl. Der Effektivwert hängt nicht von der Zeit ab. Ja? Der Effektivwert beschreibt den Effektivwert einer zeitabhängigen Größe, aber ist halt selber keine zeitabhängige Größe. Ja? Also der Effektivwert ist halt keine, schreibt das mal so, und ist keine Funktion der Zeit. Auch nicht der vom Strom. Ja? Der Effektivwert ist halt einfach eine Zahl. So wie hier, unsere Spannung in der Steckdose, die Netzspannung, ne, die ist sinusförmig und schwankt. Die hat einen Effektivwert von 230 Volt. Ja, und der ist halt unabhängig. Genau. Der ist immer 230 Volt. Ja, und der Augenblickswert, der ändert sich halt. Ne, der hier, das von T, ne, das wäre der Augenblickswert. Das wäre der Augenblickswert hier, das wäre der Augenblickswert. Der ändert sich halt in Abhängigkeit der Zeit. Das ist die echte Zeitfunktion. Und das ist halt der Scheitelwert, der hier steht. Prinzip die, man kann auch sagen, die Amplitude oder Maximalwert, der ändert sich halt auch nicht über der Zeit. Der steht ja einfach vor der Zeitfunktion da. Ne? Die Zeitänderung macht halt die Sinusfunktion.
Und bei der Netzspannung wären das halt 325. Und der Unterschied zwischen dem Spitzenwert und dem Effektivwert ist halt Wurzel 2. Also wir rechnen 1 durch Wurzel 2 und dann kommen da halt, ja, hier hinten, warte mal, jetzt muss ich das mal ein bisschen retten hier, was ich hier geschrieben habe, so ganz falsch ist das jetzt ja nicht. Also hier, das Sinus, das ist falsch, ja, das ist falsch, so, weil es eben, wie gesagt, keine Funktion der Zeit ist, keine Funktion der Zeit. Das Sinus muss weg. So, dann passt das halt auch. So, jetzt ist die nächste Frage, welche Mittelwerte haben die sinusförmige Wechselspannung? Genau. Also bei C kommt halt raus, wenn ich das jetzt so schreibe, U Mittel mit einem Strich drüber, dann wäre das halt 0, I Mittel mit einem Strich drüber, das I wäre auch 0. Ja, weil einfach die Anteile, also wenn man halt vielleicht noch eine Begründung zu hinschreiben wollen würde, weil die Anteile nur bei der sinusförmigen Spannung. Also die positive und negative Anteile hören sich. Genau, weil die halt, meine Skizze ist nicht schön, aber die sind positiv, die sind negativ, das positiv, das negativ und dann heben die sich über der Zeit halt auf. Genau. So. Und das, also das, und das ist ja im Prinzip so ein kleines Problem bei der Messung, ja, weil wenn ich jetzt ein Messgerät hätte, was den Mittelwert messen würde und halte dieses Messgerät an die Steckdose ran, dann, obwohl da halt Spannung drauf ist, würde halt dieses Messgerät anzeigen, 0 Volt. Und dann würde ich halt denken, oh, Steckdose ist ausgeschaltet, was auch immer, keine Spannung drauf, passt an, falle tot um. Ja. Und deshalb ist es ja total schlau, dass halt solche Messgeräte eben nicht den Mittelwert messen, sondern den Effektivwert messen. Ja. Also zumindest gute Messgeräte. So. So, welche Leistung wird umgesetzt? Ja, aber was für ein, also ich schreibe mal hin U. Aber es ist, also wir haben halt mehr Effektiv. Genau, also das muss der Effektivwert sein. Ja. Oder ich könnte halt auch sagen U-Effektiv mal I-Effektiv. Oder ich könnte halt sagen I-Effektiv zum Quadrat mal R. Naja, und dann sind das halt, ich rechne jetzt mal schlau im Kopf, 100 Volt. Mal 4 Ampere macht 400 Watt. Ja, durch Wurzel 2, durch nochmal Wurzel 2, Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2, also die Hälfte, also 200 Watt, ganz genau. Ja, 200 Watt. So. Okay, können wir bei D auch ein Häkchen da machen. So, jetzt soll die Glühlampe an einer periodischen rechteckförmigen Spannung betrieben werden. Also, man kann sich das jetzt so ein bisschen so vorstellen. Ich will jetzt die Glühlampe dimmen. Ja, ich will jetzt einen Dimmer bauen. Und so ein klassischer Dimmer, also jetzt, ich mache mal einmal kurz, die Kamera ist ja nicht so wahnsinnig groß, Logitech Mieter. So. Ja, ich gehe jetzt mal zum Lichtschalter. Also hier sind natürlich keine Glühlampen, sondern LED-Lampen, aber das Prinzip ist das gleiche. Ich kann die halt dimmen. Sieht man im Kamerabild sehr schön, auch wie die Kamera dann irgendwann nachregelt. Also ich kann diese Lichter halt dimmen. So. Und wie macht der Dimmer das, der da eingebaut ist? Der macht das halt so, dass der die, ich schalte erstmal auf die andere Kamera wieder um. Also der macht das halt so, dass der die sinusförmige Netzspannung praktisch gleichrichtet. Ja, der macht daraus eine Gleichspannung und dann schaltet er die Gleichspannung an und aus und an und aus und an und aus. Und je nachdem, ob man die jetzt lange einschaltet und kurz ausschaltet oder sozusagen nur kurz einschaltet und lange ausschaltet, sieht das Licht für uns mehr oder weniger hell aus. Ja, und das passiert halt schnell genug hintereinander, sodass man das nicht flackern sieht. Aber genau so funktioniert hier im Prinzip, mehr oder weniger genauso funktioniert die Deckenlampe. So, und das sind halt auch 100 Volt. Und jetzt ist halt die Frage, wie groß muss man diese Einschaltzeit wählen? Ja, damit halt in einer ohmschen Last, damit sozusagen in der Glühbirne die gleiche Leistung umgesetzt wird, also respektive die Glühlampe im Prinzip genauso hell leuchtet wie vorher. So, naja, wie gehen wir da jetzt ran an diese Fragestellung? Also ich hatte halt eine Idee, dass wir den normalen Effektivwert anpacken und dann verwenden wir halt als Grenze erstmal 0 bis D und dann von D bis D
dann stellen wir halt uns die Gleichung nach dem. Ja, also wir sagen halt, wenn die gleiche Leistung umgesetzt werden soll, muss ja auch der gleiche Effektivwert sein. Ja. Ja, also der Effektivwert bleibt halt gleich. Der Effektivwert bleibt bei diesen 100 Volt durch Wurzel 2. So, und jetzt ist halt die Frage, wie kann man den Effektivwert ausrechnen? Ja, der Effektivwert war ja sowas wie, ich nehme die Spannung, ja, dann quadriere ich die, dann rechne ich sozusagen von diesem Quadrat. Warte mal, nee, noch nicht die Wurzel. Jetzt war ich schon im Kopf einen Schritt zu weit, aber der Computer leckt gerade wieder so ein bisschen. Ja, erstmal integrieren. Also ich nehme das, integriere das über die Zeit. Ja, und zwar über eine Periodendauer von 0 bis t. So, dann habe ich ja sowas wie die Spannung zum Quadrat über der Zeit. Ich will ja mal eine Spannung am Ende bekommen. Also muss ich nochmal durch die Zeit teilen. Ja. Jetzt habe ich Spannung zum Quadrat über die Zeit integriert durch die Zeit, ergibt eine Spannung zum Quadrat. Ich will aber nur eine Spannung haben, also muss ich davon noch die Wurzel nehmen. Ja, so ist der Effektivwert. So, und das müssen wir jetzt halt für diese Rechteckspannung ausrechnen. Jetzt können wir halt gucken, naja, die ist ja einfach nur, ich schreibe das jetzt nochmal ab, ja, also das 1 durch t kann ich auch abschreiben. So, und also wenn ich jetzt von hier bis hier integriere, integriere ich ja von 0 bis d. Genau, und von d bis t. Also ich muss von 0 bis d integrieren und ich mache mal hier hinten noch von d bis t und hier hinten integriere ich über eine 0. Ja, da kann man schon mal sagen, wenn ich über 0 integriere, fällt das weg. Und hier in dem Fall integriere ich ja über das U-Max. Und das U-Max ist eine Konstante, die kann ich halt vor das Integral schreiben. So, und nicht nur über U-Max, sondern über U-Max-Quadrat und hier natürlich eigentlich auch über 0-Quadrat. So, also steht halt da Wurzel von U-Max-Quadrat durch t mal. So, und bleibt dann eine 1 zu stehen, wenn ich die 1 nach t integriere, ist es ein t, wenn ich die Grenzen einsetze, ist es halt ein d. Ne? Ja, mal d. So, genau. So, und dann kann ich halt das so ein bisschen umschreiben und kann sagen, okay, die Wurzel von U max Quadrat, das ist U max, das sind meine 100 Volt. Und dann steht da halt noch die Wurzel von d durch t. Und das soll jetzt halt eben eigentlich ja mal sein, U max, ne, die 100 Volt durch Wurzel 2. Also muss, kommt da raus, dass d durch t muss halt genauso groß sein wie 1 durch Wurzel 2. Oder 1 durch Wurzel 2 könnte ich natürlich auch schreiben als die Wurzel von 1 durch 2. Ja, und wenn ich das jetzt so schreibe, genau, dann kommt halt raus, dass d muss halt t halbe sein. Ja, ich muss das genau die Hälfte der Zeit anmachen, die Hälfte der Zeit ausmachen, die Hälfte der Zeit anmachen, die Hälfte der Zeit ausmachen, damit ich halt auf den gleichen Effektivwert komme wie vorher. So, also, da kommt raus, das ist t halbe, haben wir jetzt auch gelöst. So, welche Effektivwerte haben die dann? Also wieder teilen wir durch Wurzel 2? Nee. Es ist ja Wechselspannung. Ja, aber keine sinusförmige. Keine sinusförmige. Also der Effektivwert, den haben wir ja schon. Der Effektivwert ist einfach der gleiche. Also es ist ein bisschen im Prinzip so eine Scherzaufgabe, zu gucken, ob man das jetzt wirklich verstanden hat. Also der Effektivwert ist halt der gleiche Effektivwert, den wir schon mal hatten. Ich schreibe mal hin. Also es sind immer noch 70,7 Volt und I-Effektiv sind immer noch, was waren das, 2,83 oder 2,84 Ampere. Also immer noch die gleichen wie vorher. Ja, sonst würde das hier nicht passen mit der gleichen Leistung und sowas. Ja. Ja? Und jetzt könnte man halt irgendwie so ein bisschen gucken, dass
Ja, weiß nicht. Wir können ja mal kurz auf die Wikipedia-Seite gehen vom Effektivwert. Also ich habe einfach Umax und Emax durchgesetzt, weil ja, kann auch die gleiche. Ja, Das das ist super. ist aber Glück. Super. Aber Glück. So, gucken wir mal, was Wikipedia halt sagt. Also sinusförmige Spannung, ne, kommt da raus durch Wurzel 2. So, und jetzt kommen wir halt zu Sachen pulsmodulierte Gleichspannung, pulsdauermodulierte Gleichspannung. Naja, und da kommt jetzt die Formel raus, die wir im Prinzip hergeleitet haben. Ist also, das ist mal wieder total geil. Also Wikipedia stehen viele tolle Sachen drin, aber hier steht pulsmodulierte Gleichspannung, ja. Und dann wird halt ein Strom ausgerechnet. Ja, es ist auch keiner so richtig, warum, aber ja, und da steht halt dieses Wurzel aus T, aus Tau durch T. Das Tau ist hier die Einschaltzeit. Ja, also, weil bei uns die Einschaltzeit halt genau die Hälfte ist, kommt da halt auch wieder 1 durch Wurzel 2 raus. Das ist aber sozusagen in dem Fall Glück. Ja. So, naja, gut, okay. Kommt halt das raus. So, welche Effekte? So, und jetzt noch die letzte Frage. Auch, also die Mittelwerte brauchen wir auch nicht. Genau, welcher Mittelwert kommt da raus? U-Mittel und I-Mittel. Ich würde sagen, also ich habe es nicht beherrscht. Aber wenn es eine Wechselspannung ist. Ich mache mal das Licht ein bisschen heller. Ja, also wie würden wir denn das ausrechnen? Genau, mit Integral. Also wir sagen halt hier, wir nehmen unsere Spannung U von T, die ist ja hier da, wie die aussieht, ne? U-Rechteck von T, integrieren halt über die Zeit und zwar über eine Periodendauer und teilen halt durch die Periodendauer. Und das Gleiche machen wir halt für den Strom. Ja, I von t dt über eine Periodendauer. So, und dann können wir das Gleiche machen wie das, was wir oben gemacht haben. Ja, wir sagen halt, okay, 1 durch t ist 1 durch t, das ist klar. Aber wir integrieren halt nur von 0 bis d und von 0 bis d. Und dann steht halt hier U max. Und hier würde sozusagen I max stehen. Das müssen wir gleich mal ausrechnen, aber das steht halt im Prinzip hier. Ne? Das waren halt diese 4 Ampere, die wir halt hatten. So, über die Zeit. Und dann ist das ja jeweils wieder eine Konstante. Die können wir wieder vor das Integral schreiben und die Konstante können wir vor das Integral schreiben. Da bleibt in dem Integral nur eine 1 zu stehen. Und der zweite Teil des Integrals hier hinten, der ist halt 0. Also kommt halt raus, das wäre d durch t mal U max und das ist auch d durch t mal i max. So, und d durch t hat man gesagt, ist halt eine halb, deswegen kommen hier raus 50 Volt und hier kommen halt raus 2 Ampere. Ja, und jetzt hat halt auf einmal diese Spannung, jetzt hat die halt auf einmal einen Mittelwert und der Strom hat einen Mittelwert. Naja, weil es jetzt hier halt einfach nichts Negatives gibt. Ne? Also die gehen ja nicht runter. Es gibt nichts, was das irgendwie aufhebt, sondern die sind halt über Null, deswegen kommt da halt ein Mittelwert raus. So, Kann und man halt einfach so lösen, dass zum Beispiel, wenn wir sehen, dass d gleich d durch 2, dann schreibt man einfach U max durch 2 zu teilen. ja, Ja, zum also ich, Oder. wenn ich das jetzt hier ohne Integral lösen würde, würde ich vielleicht nochmal irgendwie so einen Satz hinschreiben mit, Ist weil, ja, irgendwie als Begründung, weil halt hier, ne, weil jetzt hier das ja genau hier auf der Hälfte passiert, meinetwegen. Ne? Also der Mittelwert ist ja, mal, das kann ich ja mal nochmal kurz hier irgendwie hinmalen. Also der Mittelwert wäre ja sowas wie, die grüne Fläche, ja, also diese Fläche so. geteilt durch, jetzt nehmen wir halt hier so, geteilt durch diese Fläche halt, ne? So. Und
Naja, weil das D halt genau hier auf der Hälfte ist, bei T halbe kommt jetzt halt das genau hier raus. Ja, das hier ist das D, was halt hier das T halbe ist. Das ist da halt genau ein halb, ja, sozusagen ein halb da rauskommt, die Hälfte von dem. Also, weiß nicht, irgendeine kleine Begründung würde ich halt hinschreiben, wenn man noch einen Moment hat. Ansonsten ist das vielleicht an der Stelle auch einfach offensichtlich, ja, dass da halt die Hälfte rauskommt, die Hälfte von der Maximalspannung.